Hat da vorne liegt eine tote Person? Egal. Kann passieren. Das sehe ich mir auch jeden Tag. Eine Spur aus Blut und Leichen. Wegräumen muss ich sie ja eigentlich gar nicht, ne? Ist doch eh egal jetzt. Alles ist egal. Alles. Alles, alles, alles. Na, echt mal zum Kotzen. Corvus Hinrichtung ist also morgen, richtig? Nein. Ja, aber heute muss schon alles vorbereitet werden. Ich kann es kaum erwarten, seinen Kopf rollen zu sehen. Anders als manch anderer mochte ich die Kaiserin sehr. Wie wär's, wenn wir deinen Kopf zum Rollen bringen? So, wie mache ich das jetzt am schönsten? Hey, schon müde? Nicht jetzt, bitte. Möchte mich gerne anschleichen, um ihn zu töten. Hat man mehr Spaß. Und statt zu kämpfen. Stealth ist immer das Beste. Corvus ist zwar kein ausgebildeter Attentäter, aber er ist, ne? Er hat trotzdem das Zeug. Die Pistolen sind ja laut. Wer weiß, wer hier noch rumkreucht und fleucht und Käsefüße. Käsefüße sind tödlich. Vor allem, wieso immer Käsefüße? Warum nicht mal Schinkenfüße oder so? Schinken! Ich dachte, das heißt Chicken und nicht Trinken. Was? Ach, sorry. Du durftest schreien. Soll nie wieder vorkommen. Das war jetzt irgendwie dumm. Ich dachte, ich könnte den Typ noch zur Seite räumen, bevor er hier ankommt und die Leiche sieht, aber hey. Was soll's. Und ich mach mir einfach mal zu. Man kann nicht halt mal ein paar Gesundheitselixiere benutzen. Nicht so wie auf dem niedrigen Chaosfaktor. Was war ein Knall? Ich glaube, die haben mich gesehen. Tschüss, ihr Anfänger. Damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, ne? Auf in die Kanalisation! Kann ja nicht hochrennen. Holzplanken können irgendwas mit ihr anrichten. Ja, schön und gut, dass die Bildschirme mir hilfreiche Hinweise geben, aber. Leute hat er auf der Flucht getötet. Wer die Kaiserin umbringt, schert sich wohl nicht um ein paar Wachen. Halt's Maul! Sieh dir das mal an. Hier unten war jemand. Ich weiß nicht. Vielleicht die Border Street Gang. Aber schön, wie sie andere Dialoge sagen, als auf dem niedrigen Chaosfaktor. Ja. So, nochmal zu dem
Tipps. Schön und gut, dass das Spiel mit Tipps geht vor diesen Ladebildschirmen. Aber die sind so schnell wieder weg, die kann man doch gar nicht so schnell lesen. Ne? Waren ja nur. Man kann es doch übertreiben. Echt mal. Tagebücher sind schön. Habt ihr irgendwas? So, ich trenne euch jetzt. Hättet nichts, oder? Nö. Wenn nicht, ist ja auch egal. Im Hinterher eh so viel Geld. Aber ich will ja trotzdem so viel wie möglich mitnehmen. Einfach nur, weil ich es kann. Einfach nur, weil sie es kann. Ah, ist doch auch was Schönes. Sollten die Leichen nicht in die Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirk bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Nein. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Ich wollte gerade sagen, bewegen die Ratten sich jetzt nicht da weg? Das wäre ein bisschen ungünstig. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Ja, und das ist zum Beispiel auch jetzt ein anderer Dialog gewesen, als auf dem niedrigen Chaosfaktor. Sehr schönes Detail. Sehr schönes Detail. Warte, wie ging das nochmal? Nein, so, okay. Ich musste nur wieder gucken. Hier ist Fuß zu. Ja, das sah ein bisschen knapp aus. Aber hey, hat ja irgendwie trotzdem geschafft. Handbolzen! Ja, kann ich auch endlich mit der tödlichen Scheiße rumballern. Juhu. Ja, tödliche Scheiße. Du bewirfst Leute mit Scheiße und die sterben einfach daran. Das ist zur Hölle. Ah, da vorne. Lauf doch nicht so weit weg. Und gib mir deine Bolzen. Deinen gesamten Bolzen. Weil ich es kann. Und will. Und möchte. Und... ja, hier! Hast du ein bisschen Ausrüstung. Take it. Take it all. Man muss sogar die Ausrüstung nehmen für den Schlüssel. Man kann nicht einfach sagen, nö, ich lass die Ausrüstung da liegen und ich mache jetzt einen... keine Waffen ran. Weil ich keine Waffen habe. Ja. Ich hätte gerne auf die 4. Das kann eigentlich weg. Ich habe das und du kommst natürlich auch dich auf die 6 schmeißen. Oder mach ich das so erstmal. Armbrüste! Hey! Dein Pfeil und Bogen wäre ein bisschen zu schwierig für Corvo.
Dein Anteil. Ja, wenn du dein Geld möchtest, guck bei den Weinflaschen. Wäre lustig, wenn es eigentlich immer wieder was anderes wäre. 451. Also immer ein anderer Code. Bisschen Gästen, bisschen das. Und die Bücher lassen wir einfach mal drin, denn Bücher sind langweilig. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Tja. So viel dazu. Ah, wunderschöner Falkenangriff. Wunderschön. Boah, wisst ihr, was noch ein grausamer Tod ist? Wirklich grausam. Einfach jemanden betäuben und dann ins Wasser werfen, sodass er trinkt. Das wäre wirklich grausam. Ungeziefer. Ja, da packt Chicken jetzt ihre Falkenangriffe aus. Kommt ein Falke geflogen von oben auf deinen Kopf. Ja, gut, dass du tot bist. Sonst wärst du jetzt spätestens ertrunken. Und töten geht doch viel schneller als betäuben, also ne, bewusstlos würgen. Besonders wenn der Spieler nämlich das Knochenartefakt fürs Bewusstlose, ne, schneller würgen gibt. Vor allem Bewusstlose schneller würgen. Nein, Leute schneller würgen, sodass sie schneller bewusstlos werden. Oh, ich bin ja immer noch dafür. Nachher, wenn wir beim Pub sind und ich dann die ersten Artefakte kriege und... Ja, Knochenartefakte. Wetten, da wird das für das schneller würgen dabei sein. Achtung, Bürger von Nanwo. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss hier drüben. Schnell, ich bin ein Freund. Noch nicht. Noch nicht. Denn ich habe sagen, hören lassen, wo soll das genau sein? Was unter deinem Boot Loot ist? Ich bin Samuel. Ich oder auch nicht? Für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Aber ich muss erstmal mich noch weiter umgucken. Sehen Sie sich ruhig um. Ich warte hier. Ja. Aber beeilen Sie sich. Ich sterbe durch die Hexenfische. Wow. Doof auch, dass man die in diesem trüben Wasser nicht sieht. Also ich sehe kein Loot. Ich sehe ja meinen Tod. Oder ist das als Loot-Kiste? Aber das ist nicht genau unter dem Boot. Mir wurde gesagt, unter dem Boot. Das ist aber in der Nähe des Bootes. Das ist so eine halbe Lüge, halbe Wahrheit. Und steigen Sie ein. Warmes Essen und ein warmes Bett warten schon auf Sie. Ja, fahren wir los. Na gut, alter Mann. Das sind halt von zwei Folgen oder so.
16 Leute getötet. Versunkener Schatz gefunden, okay.